Man könnte sagen, dass wir uns inmitten eines Staatsstreiks in Zeitlupe befinden. Die Demokratie wird schwächer, die Konzerne werden stärker, obwohl niemand diesen Weg für unsere Gesellschaft gewählt hat. Trotzdem beschreiten unsere Eliten ihn vergnügt weiter. Das hier ist eine mehrspurige Autobahn, die wie ein brutaler Schnitt direkt über das Zentrum von Camden, New Jersey hinwegführt, sodass die Pendler nach und aus Philadelphia diese Stadt, diese geopferte Zone nicht sehen müssen. Das haben wir nämlich getan. Wir haben diejenigen, die in diesen geopferten Zonen gefangen sind, unsichtbar gemacht. Diese Menschen sind nicht nur durch die Infrastruktur unsichtbar gemacht worden, sie sind auch in den Medien unsichtbar, die überhaupt nichts über ihre Geschichten berichten. Und wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass sie hier ganz und gar gefangen sind. Sie können keine Kredite bekommen. Die Mieten in Camden sind ziemlich hoch, obwohl hier alles marode ist. Dabei war es früher einmal eines der wichtigsten industriellen Zentren der Vereinigten Staaten. Früher gab es hier RCA Victor. Der berühmte italienische Tenor Caruso kam her, um Aufnahmen zu machen. Campbell Soup, eine der größten Firmen des Landes, war auch hier. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es ein wichtiger Hafen. Viele Kriegsschiffe wurden hier gebaut. Allein hier arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs 35.000 Menschen im Schiffbau. Ich bin ein großer Bewunderer des kanadischen Intellektuellen John Ralston Saul, der den Begriff des Staatsstreichs der Konzerne in seinem Buch »Der Markt frisst seine Kinder« prägte. Dieses Buch war sehr wichtig für mich. Es gab mir das Vokabular, den Staatsstreich der Konzerne zu verstehen, wie er ausgeführt wurde und wie er sich in unserer Gesellschaft bemerkbar machte. 1995 schrieb ich etwas, das heikel schien, denn im Prinzip sagte ich, Mussolini habe den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Der Korporatismus war seine Idee, die theoretisch besiegt wurde. In der Praxis dagegen, so meine These, war diese Art und Weise, die Gesellschaft zu organisieren, immer mächtiger geworden. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Ich sicherte mich ein bisschen ab, indem ich sagte, es sei ein Staatsstreich in Zeitlupe. Vor mir hatte noch nie jemand so etwas geäußert. When I sign this bill into law, America will have the lowest marginal tax rates and the most modern tax code among major industrialized nations. Ich lag falsch in der Annahme, dass es in Zeitlupe passieren würde. Es geschah sehr schnell. Es war wirklich nur eine Sache von wenigen Jahrzehnten.
I, Donald John Trump, do solemnly swear I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Keine Frage, der Staatsstreich hat stattgefunden. Wir leben in einer Welt, in der die Konzerne das Sagen haben. Am I getting through to you, Mr. Beale? You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations of the world today. So this kind of rolling coup d'etat has created dieser lawinenartige Staatsstreich hat ein System geschaffen, dessen politische Fassade einer Karikatur gleicht. Veneer is burlesque in character. And das hat den Aufstieg Trumps ermöglicht. Die Eliten finden Trump peinlich, und das ist er. Er ist dumm, er ist narzisstisch, er ist inkompetent und er ist faul. Aber zumindest war Trump clever genug, den Bossen der großen Firmen und der Wall Street das zu geben, was sie wollten, nämlich Steuersenkungen. Steuersenkungen, die vorübergehend für die Mittelklasse gelten, aber langfristig seinen Freunden im Immobiliengeschäft und mit Privatvermögen nutzen. Er erhöhte den Militäretat um 10%, obwohl das keiner gefordert hatte. Er deregulierte Behörden wie die Umweltbehörde EPA und besetzte die Gerichte mit konzernfreundlichen Richtern. Deshalb wird er toleriert. Eine Anzahl Hardcore-Wirtschaftsliberaler, besonders Milliardäre und Leute wie die Koch-Brüder, machen seit den frühen 70ern klar, dass sie am liebsten ein System hätten, das Immobilieneigentümer nutzt. Das ist eine Demokratie, die diejenigen repräsentiert, die Geld und wirtschaftliche Macht haben. Und eine solche Regierung haben wir heute. Sie wurde von Milliardären geformt, die sicherstellen möchten, dass es keine Demokratie gibt. Dass wir stattdessen nur ein Gefüge von mächtigen Interessengruppen haben. Das würde bedeuten, dass Individuen nicht der Ursprung von gesellschaftlicher Legitimität sein können. Sie könnte nur auf der Grundlage von Eigeninteresse, auf der Grundlage spezialisierter Gruppen entstehen. Und derjenige, der das wirklich durchzog, so verrückt wie es schien, war Mussolini. Er hatte ungefähr die Hälfte der italienischen Intellektuellen auf seiner Seite. Sie brachten die Idee des Korporatismus auf. Seltsamerweise erstarkten am Ende dieses unglaublichen Krieges im Grunde die Ideen des faschistischen Italiens von Mussolini. Sie waren sehr, sehr praktisch, um eine neue Art der Gesellschaft zu konstruieren. Zunächst machte es sich nicht bemerkbar, aber Mitte der 70er Jahre war der Korporatismus mit aller Wucht zurück. My fellow citizens, who are working to make America great. I salute the great American people. Es ist wirklich verblüffend, wenn man diese Sachen liest und merkt, wie sehr diese Idee der Macht der Interessengruppen im Gegensatz zur Verantwortung des einzelnen Bürgers über die Jahrzehnte zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Why are you letting their dog go after the protesters? It's covered in blood.
It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep. That's a famous Mussolini quote. You retweeted it. Now look, Mussolini was Mussolini. It's okay to talk. It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I know it. I saw it. I saw what, and I know who said it. But what difference does it make, whether it's Mussolini or somebody else? It's certainly a very interesting quote. You want to be associated with a fascist? No, I want to be associated with interesting quotes. I think this particular time in American Ich glaube, dass diese Zeit mit Trump zu den wichtigsten Epochen amerikanischer Geschichte gehört, einschließlich der amerikanischen Revolution. Und ich sage das als Historiker in aller Vorsicht, denn sie haben keine Optionen mehr. Und das Resultat ist Donald Trump als das Ende aller Optionen eines von den Konzernen dominierten Systems. Es kann sich zum Faschismus entwickeln. Noch ist es Gott sei Dank kein Faschismus. Es könnte so kommen, insbesondere wenn es Gewalt gibt, insbesondere in der schwarzen Community. Repressionen, Angriffe auf Bürgerrechte. Es ist möglich und könnte sehr, sehr hässlich werden. Wenn ein Machtsystem darauf fußt, dass eine winzige Gruppe von Menschen fast alles besitzt, wenn 8 Menschen die Hälfte des Geldes und die ganze Macht haben, dann braucht man Mittel und Wege, um sicherzustellen, dass der Rest von uns sich nicht zusammenschließt und es sich zurückholt. Sie können sehen, dass das CNN-Logo über das Gesicht des Angreifers gelegt wurde. Was all diese Tweets über das Denken des mächtigsten Mannes der Welt, seine Prioritäten, seine Menschlichkeit verraten. Inzwischen ist es offensichtlich, dass Trump ein schlechter Verhandler ist. Dieses symbiotische Verhältnis zwischen Trump und seinen sogenannten Feinden, CNN und MSNBC, ist ziemlich verlogen, wenn man genauer darüber nachdenkt. CNN hat im letzten Jahr 1 Milliarde Dollar verdient. Kabelsender verdienen Geld während des Wahlkampfs. Und sobald die Wahlen stattgefunden haben, werden ihre Gewinne weniger. Das war bei Trump nicht der Fall. Beim Nachtisch bekommt er 2 Kugeln Vanilleeis zu seinem Schokoladenkuchen statt einer Kugel, wie alle anderen. Sie verdienen viel Geld. Sie machen einen Reibach wie nie zuvor. Und Trump ist der Grund dafür, das ist allen klar. Ich glaube, dass Donald Trump ein Neofaschist ist. Ein Gangster, ein Schurke. Er hat so gut wie keine Prinzipien. Er ist das Produkt einer Kultur des oberflächlichen Spektakels ohne Substanz. In ihm kulminiert die Logik des Staatsstreichs der Konzerne, weil er eine Marionette der Finanzelite ist. Und er handelt im Sinne der weißen Vorherrschaft, der männlichen Vorherrschaft, der homo- und der transphobischen Empfindlichkeiten meiner Mitbürger. Er setzt viel von der Außenpolitik Barack Obamas fort. Er setzt den Wall Street-freundlichen Kurs von Barack Obama fort. Er war das feine, lächelnde, schwarze Gesicht. Jetzt haben wir das weiße, nichtswissende, neofaschistische Gesicht des amerikanischen Imperiums. Trump ist das Symptom, nicht die Krankheit. Das System war bereits korrupt. Und der Ärger über die Eliten, sowohl der Demokraten als auch der Republikaner, war deutlich. Seine Vulgarität gab einem großen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit eine Stimme, der es satt hatte, betrogen und angelogen zu werden. Wir wissen, dass 2008 die Afroamerikaner wirtschaftlich am meisten litten. Sie konnten einen Schwarzen oder eine Frau vorweisen. Das funktioniert wie eine Marke. Das war Obama. Obama war eine Marke. Deswegen bekam er 2008 von einer Zeitschrift den Hauptpreis als bester Vermarkter des Jahres verliehen. I love you too. Dem korporatistischen Staat ist es egal, wenn jemand wie Trump da ist. Er ist irgendwie peinlich, aber es ist ihnen egal, solange er die Steuern senkt, ihnen Aufträge verschafft und das tut, was sie möchten. Wenn er zu nervig wird, sägen sie ihn ab. Es ist nicht ganz klar, ob er versteht, dass er eine Art Marionette ist. It's so good to be here again, Sean. You're the greatest ratings when I'm on your show, don't you?
Es gibt Menschen, die viel Zeit und Geld investieren, damit der Supreme Court die Kontrolle von Wahlkampfspenden abschafft, damit Gesetze verabschiedet werden, die die Führung von Unternehmen regeln. Diese Leute beobachten sehr genau. Ist er einer von uns? Bringt er uns wirklich genug ein? Das ist die ungewöhnlichste Wahl, die wir je erlebt haben. Das war das größte Erdbeben, das ich seit der Wahl von Ronald Reagan 1980 erlebt habe. Der Tag, an dem Trump gewählt wurde, war deprimierend. So deprimierend, dass der Laden geschlossen blieb, weil niemand zur Arbeit gehen wollte. Alle waren damit beschäftigt, herauszufinden, was aus ihnen werden würde. Ich bin ehrlich, an dem Tag, als er gewählt wurde, dachte ich, dass ich nie mehr wählen würde. Das politische Klima war nicht fair. Die Vorstellung, dass wir nach einem Experiment von 150 bis 200 Jahren, in denen die Gesellschaft immer demokratischer wurde, wieder zurück in das alte, autoritäre, hierarchische System rutschen sollten, ist niederschmetternd. Und man kann bereits die Anzeichen der Zerstörung in unserer Gesellschaft sehen. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Das ist mein Zelt. Das ist für die Vorräte. Und das da ist meines. Mein Mann hat seinen Job verloren und wir wurden ausrangiert. Wir haben vor etwa 9 Jahren unser Haus verloren. Als unser Haus zwangsversteigert wurde, kamen wir her, weil es dicht am Schrottplatz war. Und hier sind wir nun. Keine guten Neuigkeiten vom Wohnungsmarkt. Verkäufe sind im November im Vergleich zum Oktober um 8,6% gefallen. In nur 6 Monaten sind 3 der 5 größten unabhängigen Firmen an der Wall Street verschwunden. Vor 9 Jahren ging es für viele bergab. Sie zerbrachen, verloren ihre Familie, ihre Jobs, ihre Häuser. Wir waren nicht die Einzigen. Eines Morgens kam ich hier vorbei und schaute zufällig hoch. Es war noch dunkel, die Sonne war noch nicht aufgegangen. Ich sah einen Typen, der dort saß und aussah, als würde er schlafen. Also ging ich weiter. Doch der Typ hatte eine Überdosis. Er war tot. Er muss die ganze Nacht dort gesessen haben und war entweder erfroren oder an einer Überdosis gestorben. Die Nadel hing ihm noch im Arm. Und dann kamen alle angelaufen und fragten, oh, wo hatte er das her? Alle wollten auch dorthin. Sie wissen, was ich meine. Es ist eine ziemlich traurige Situation hier im Moment. Ich wünschte, die Politiker kämen her und würden für einen Tag in unsere Haut stecken. Einen Tag, damit sie sehen können, was für ein Leben wir führen. Dies sind geopferte Zonen, Orte, die der Kapitalismus für den Profit ausgebeutet und zerstört hat. Zurückgelassen hat er Elend, Armut und Umweltzerstörung.
Welche Muster konnten Sie über, sagen wir, die letzten paar Jahre ausmachen? Ist die Lage stabil geblieben? Ist es schlimmer geworden? Wie würden Sie es beschreiben? Ich bin seit 9 Jahren hier. Und im Laufe der letzten Jahre sind mehr Familien hergekommen. Vater, Mutter und Kinder. 20% von ihnen leben wahrscheinlich auf der Straße. Und der Rest lebt in Sozialwohnungen oder ähnlichen Unterkünften. Am ersten Tag des Monats sind es um die 200 Menschen, am letzten Tag 400. Ende des Monats kommen Menschen mit Kindern und sagen, ich bin hier, weil ich nicht gleichzeitig die Stromrechnung und Essen für die Kinder bezahlen kann. Warum ist das so? Obwohl sich die wirtschaftliche Lage für einen Teil der Bevölkerung verbessert hat, hat sich das Leben für die unteren Schichten nicht verändert. Für sie ist es eher noch schwerer geworden. Hi, ich bin Chris. Wie geht's? Das ist Dalton Adams. Aber alle nennen ihn Adam. Okay. Adam hat an meinem Programm teilgenommen. Vor wie vielen Jahren, Adam? Das war 2010. Wo waren Sie im Gefängnis? Ich war in Southern State. Southern ist nicht gut. Southern war in Ordnung. Da sind doch die ganzen Neonazi-Wärter. Ein Wärter hatte eine Tätowierung auf dem Arm mit kleinen schwarzen Babys, die an einem Baum hängen. Oh Gott, Sie machen Witze. Nein. Was haben Sie vor der Haft gemacht? Ich habe Drogen verkauft und Drogen genommen. Das war mein Leben, Drogen nehmen. Wenn man ins Gefängnis geht, kommt man verändert wieder raus. Man kann besser geworden sein, man kann verrückter geworden sein, man kann schlimmer geworden sein. Aber man ändert sich. Dieser Ort hier ist ein Geschenk Gottes. Man kann sich die Menschen anschauen, die herkommen. Einige der Leute waren früher Schaffner oder Lehrer, hatten gute Berufe. Aber irgendwo zwischen psychischen Problemen und Drogen hat es sie gepackt und in das System gebracht. Wie viele Kinder haben Sie? 6. 6 Kinder. Arbeiten Sie? Ja. Wo arbeiten Sie? Ich bin Schülerlotsin für die Polizei in Camden. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? 4 Stunden. Waren Sie im Gefängnis? Ja, war ich. In welchem? Southwoods. Southwoods. Ich muss eine eigene Wohnung finden. Das ist ziemlich schwer. Niemand will einem helfen. Ich bin allein. I'll tell you what, you can make it in New Jersey. You can do just about anything you want in life. Man sieht Orte, die geopfert wurden. Youngstown, Ohio, war eine der größten Stahlstädte auf der Welt. Was die Kapitalisten in Städten wie Camden, Youngstown und im südlichen West Virginia angerichtet haben, das richten sie überall an. Sie bauen die Weltwirtschaft für eine unfassbar reiche oligarchische Klasse um. Sorry, aber Sie hören sich an wie ein linker Spinner. Eigentlich möchte ich nicht in Fernsehsendungen sprechen, in denen sich die Leute zu Rufmord herablassen. Wenn Sie mit mir diskutieren wollen, schön, aber das klingt hier nach Fox News. Und ich spreche nicht auf Fox News. Schauen Sie, in Kanada gibt es sehr eloquente Autoren, Menschen wie John Ralston Saul, die das unglaublich klar dargelegt haben. Und Kritiker anzugreifen, indem man sie Spinner nennt, ist genau die Art Trash-Talk, der die korporatistischen Lufträume verschmutzt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es war das letzte Mal. Thank you all for being here. This very incredible group of world-class business leaders. That's what you are. Diese Bosse reißen in manchen Fällen Boni in Milliardenhöhe an sich und betrügen dabei oftmals ihre eigenen Aktionäre. So, this is the bill, right here. And I consider this very much a bill for the middle class and a bill for jobs.
And jobs are produced through companies and corporations. And you see that happening. Corporations are literally going wild over this. Was machen Konzerne mit Steuersenkungen? Sie kaufen ihre eigenen Aktien zurück. 170,8 Milliarden Dollar an Rückkäufen dieses Jahr. Das ist die höchste Summe, die es je in einem Kalenderjahr gab. Warum? Wenn der Aktienkurs steigt, steigen die Boni der Manager. Das ist nicht gut für die Wirtschaft, das ist nicht mal gut für ihre Unternehmen. Corporations are literally going wild over this. Es gibt den Finanzbegriff des Harvesting. Sie ernten sich selbst. Das haben Lehman Brothers getan. Der 62-jährige Wall Street Tycoon hat zwischen 2000 und 2007 fast eine halbe Milliarde Dollar eingesteckt. Diese Art von altmodischem freien Markt, dieser Konservatismus, der niedrige Steuern fordert, alles muss niedrig sein und man muss sich um niemanden kümmern. Das ist der politische Wunsch der 8 reichsten Typen, denen die Hälfte des Wohlstands gehört, und der dünnen Schicht der reichen Menschen darunter. Das kommt nicht so gut an. Deshalb muss man es auf anderem Wege durchsetzen. Deshalb gibt es Grenzschutz. Deshalb werden mehr Gefängnisse gebaut. Und die Menschen, die dort einsitzen mussten, werden entmündigt. Deshalb gibt es Manipulation. Deshalb gibt es alle möglichen undemokratischen Praktiken, die sicherstellen sollen, dass Menschen, die für ihre eigenen Interessen stimmen wollen, entweder nicht wählen können oder nicht repräsentiert werden, wenn sie wählen gehen. Und dann kandidieren Leute wie Trump, die versprechen, Arbeitsplätze in ihre Bundesstaaten zurückzuholen. Und kaum sind sie im Amt, war es nur ein Köder. Es ist eine irre Haltung, wenn sie plündern und stehlen, so schnell sie können, während alles zusammenbricht. Das war mal eine großartige Stahlstadt. Als würde man einen guten Freund verlieren. Soweit ich mich erinnern kann, hat mein Großvater sein ganzes Leben hier gearbeitet. In den 60ern, als ich ein Kind war, erzählte er mir, dass das Werk eines Tages schließen und das Tal weinen würde. Ich erwiderte, dass das nicht sein könne. Es sei zu groß, es sei zu riesig. Es erstreckt sich kilometerweit von hier nach dort. Ich sagte, dass es nie geschlossen werden würde. Aber seine Worte waren verdammt wahr. Das war mal der Stolz der Nation. Es ist weg, zusammen mit hunderten anderen Werken wie diesen. Aber genau dies hier, das war der Stolz der Nation. Am 19. September 1977 gab Sheet & Tube, mittlerweile Tochtergesellschaft des Likes-Konzerns, bekannt, dass es die größten Teile des Campbell-Werks schließen würde. 5000 Stahlarbeiter, darunter Leute, die 20, 30 Jahre hier gearbeitet hatten, verloren ihre Jobs. Ich habe so viele Jahre hier gearbeitet, ich kann kaum glauben, dass wir auf die Straße gesetzt werden und nicht wissen, was wir tun sollen. Es fing eigentlich in den späten 70ern an, als die Firmen begannen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Das war das Ende für eine Reihe von Stahlwerken, als die Arbeit in den globalen Süden verlegt wurde, wo die Löhne niedriger waren, wo Umweltauflagen entweder nicht existierten oder nicht umgesetzt wurden. Das waren die Anfänge der transnationalen Konzerne. Sie hatten die Technologie dafür, sie hatten die Transportsysteme und die Regierungen hielten sie auch nicht auf. Ich erinnere mich noch, wie eines Tages während der Arbeit der Chef zu mir kam und sagte, das war's, wir gehen nach Hause. Ich dachte, wir würden früher Feierabend machen und fragte, warum? Er sagte, weil wir geschlossen sind. Und so wurden hier die Tore dicht gemacht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist ein Jammer. Ich war lange Demokrat, aber bei der letzten Wahl nicht mehr.
Ich bin jetzt Republikaner und finde, dass Mr. Trump gute Arbeit für uns leistet. Ich glaube, dass er es versucht. Er wird dem Land helfen, für das wir arbeiten. Ich glaube wirklich, er versucht das. Nur wenige oder gar keine Arbeitsplätze in einer Gegend, das belastet den seelischen und körperlichen Zustand der Menschen. Wenn man seine Familie nicht ernähren und seine Rechnungen nicht bezahlen kann, verfällt man in eine handfeste Depression. Als das Stahlwerk geschlossen wurde, ging ein großer Teil der Stadt verloren. Das war ein Brautkleid, Davids Brautmoden. Das hier ist 722 Steel Street. Wir haben die Immobilie von der Mahoney County Land Bank für $1,000 gekauft. Das Haus war quasi verlassen. Es ist noch eine Menge Zeug drin. Wir haben schon viel weggebracht, aber es ist noch tonnenweise zu tun. Wir müssen die Möbel ausräumen, die hier gelassen wurden. Wer auch immer hier gewohnt hat, war nicht lange hier. Vielleicht ein Jahr, höchstens 18 Monate. Und dann waren sie weg. Ich habe einen Abschiedsbrief gefunden. Ich nehme an, dass ihn der Ehemann oder der Vater des Hauses geschrieben hat. Er schrieb, dass er an einem schlimmen Punkt seines Lebens sei. Ihm tat alles leid, was er getan hatte. Und die Person, die das gelesen hat, falls sie es überhaupt gelesen hat, hat ihn erhängt in der Garage gefunden. Wenn ich nach Hause käme und einen solchen Brief finden würde, wäre ich wahrscheinlich zu Tode erschrocken. Ich würde nicht mal sehen wollen, was in der Garage ist. Ich würde nur versuchen, wegzukommen. Und es scheint, als habe die Familie genau das getan, denn sie haben alles zurückgelassen. Kleidung, Spielsachen, Betten, Möbel, alles war noch da. Viele dieser Immobilien wurden zwangsversteigert und die Gegenden sind den Bach runtergegangen. Drogen haben die Stadt geradezu durchtränkt, was dazu geführt hat, dass viele Menschen die Gegend ziemlich fluchtartig verlassen haben. Der Staatsstreich der Konzerne begann in den frühen 70er Jahren. Lewis Powell schrieb 1971 ein Memorandum, als er als Anwalt für die Handelskammer arbeitete. Später wurde er Richter am Supreme Court. Er schrieb über das, was er den Angriff auf das freie Unternehmertum nannte. Er rief Konzerne dazu auf, ihre Macht, insbesondere ihr Geld, zu nutzen, um einen Gegenpol zu bilden und liberale Institutionen zu übernehmen und zu zerstören. Institutionen, die traditionell der Arbeiterklasse eine Stimme gaben und die sich um die Rechte und Bedürfnisse der Bürger kümmerten. Ralph Nader klagt Autokonzerne in Detroit an, weil sie Risiken eingehen, die sie selbst nicht betreffen, aber uns treffen können. Zitat: Vielleicht ist Ralph Nader der wirksamste Gegenspieler der amerikanischen Wirtschaft. Falls sie etwas tun, um New York zu helfen, wird es etwas für die Banken sein. Der dank der Medien zu Lebzeiten eine Legende und ein Idol von Millionen von Amerikanern wurde. Ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen oder um unsere Untersuchungen gegen Mr. Nader zu rechtfertigen. Ich möchte nicht, dass in diesem Land ein Klima herrscht, in dem man ein Asket von stählerner Entschlossenheit sein muss, um wahrheitsgemäß, offen und kritisch über die amerikanische Industrie sprechen zu können. Das Powell-Memorandum war eine Kombination aus Täuschung und Paranoia. Im Grunde sagte er der Wirtschaft, dass sie noch viel mehr Lobbyisten brauche, die in den Kongress ausschwärmen sollten. Und dass sie sehr viel mehr Geld in die Wahlkampagnen, sowohl der Republikaner als auch der Demokraten, stecken sollten. Sie sollten in die Universitäten gehen und rechte Sprecher gegen Progressive in Stellung bringen. Er wollte die Stimmung komplett drehen.
prepared to take the constitutional oath? I am. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Leute wie Ronald Reagan begannen, in einer frühen Form des Populismus, alles zurückzudrehen in, wenn Sie so wollen, eine Zeit vor Roosevelt. My fellow Americans, in recent days, all of us have been swamped by a sea of economic statistics. Some good, some bad, and some just plain confusing. You see that red line? It represents the rate of unemployment from 1968 through the present. The Congress should act on regulatory reform to help make government more economical and efficient, and the private sector more productive. With tax reform and budget control, our economy will be free to expand to its full potential. That's our economic program for the next 4 years. We're going to turn the bull loose. Thank you all very much. What you've done for me is better than a hot tip. So ähnlich war es auch in Italien, in England. Man konnte zusehen, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderging. I am trying to tell you, there is no program or promise that a president can make that the federal government can come in and wave a wand and do this. Es war immer nur von der Alternativlosigkeit des Marktes die Rede. I hear you, and millions of other men and women like you stand for the values of hard work, thrift, commitment to family and love of God that made this country so great and will make us great again. Wir haben den Aufstieg einer, wie ich sie nennen würde, pseudoliberalen Klasse gesehen. Clinton bediente sich der vertrauten Sprache des Liberalismus und beging doch hinterlistige Angriffe auf die Bürger im Sinne der Macht der Konzerne. Today, as I sign the North American Free Trade Agreement into law, we are ready to compete and we can win. Unter Clinton bekamen wir NAFTA. NAFTA erlaubte es den Produzenten, insbesondere den Autoherstellern in Kanada und den USA, ihre Produktion nach Mexiko auszulagern, weil in Mexiko die Löhne so niedrig sind, was den mexikanischen Arbeitern übrigens auch nichts nutzt. Es ist falsch zu sagen, dass Mexiko damit gewann. Es war eine Lose-Lose-Situation für die Menschen und eine Win-Win-Situation für die Konzerne. Er kommt aus dem Ostsaal des Weißen Hauses mit dreien seiner Vorgänger im Schlepptau. Heute hat Clinton den Skeptikern erklärt, dass er bereit ist, für das Abkommen zu kämpfen. Auf der ganzen Welt, aber insbesondere in den Vereinigten Staaten, verloren die Arbeiterbewegung und die Gewerkschaften radikal an Bedeutung. Sie waren als politische Kraft noch wichtiger als in den Betrieben. In den USA standen immer schwache Gewerkschaften den Konzernen entgegen. In den besten Zeiten vertraten sie 34% der Arbeitnehmer. Heute sind es nur noch insgesamt 11%. Und nur 6% im privaten Sektor. Das institutionelle Gegengewicht ist also verschwunden. Und das zum Teil, weil gut organisierte Konzerne sie bekämpft haben. Today we are taking an historic chance to make welfare what it was meant to be, a second chance, not a way of life. Es war unter Clinton, dass der Wohlfahrtsstaat zerstört wurde. Ursprünglich waren 70% der Empfänger von Sozialleistungen Kinder. Unter Clinton wurden härtere Strafgesetze verabschiedet. Crime has been a hot political issue, used too often to divide us, while the system makes excuses for not punishing criminals and doing the job. Die Demokraten holten sich das Thema Law and Order von den Republikanern zurück. Gesetze für doppelte und dreifache Haftstrafen, das Three-Strikes-Gesetz, das Menschen auch für nicht gewalttätige Verbrechen lebenslänglich in den Knast schickt. Die Gefängnisindustrie explodierte. Das ist auch eine Form der sozialen Kontrolle in deindustrialisierten Gemeinden. They are often the kinds of kids that are called super predators. No conscience, no empathy. Sie nutzten all diese Codewörter: Superraubtier, Recht und Ordnung. Während sie ausgeplündert wurden, wurde die weiße Mehrheit mit der Vorstellung indoktriniert, dass marginalisierte, in der Regel arme, schwarze Menschen
für die Zerstörung des Landes verantwortlich wären. Ein Angriff auf die nationale Identität. John, hast du alles? Okay. 3, 2, 1. In den vergangenen 8 Monaten bin ich 2-mal in den Mittleren Westen gereist, in eine Stadt, die zum Sinnbild für verlorene Arbeitsplätze, geschlossene Fabriken und das Verschwinden der Mittelklasse geworden ist. Hier in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore with lime and yellow green. They built a blast furnace here along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown. Einige Stahlarbeiter, die im Hochofen von Warren gearbeitet haben, schauten sich heute Morgen seine Sprengung an. Am kommenden Dienstag ist es 40 Jahre her, dass das Ende der vom Stahl geprägten Wirtschaft von Youngstown eingeläutet wurde. Es gibt keine Schlote mehr und viel ist bereits überwuchert. Okay, wie geht's? Mir geht's gut, wie geht es Ihnen? Wenn ich ehrlich sein soll, es ist deprimierend. Man kann nicht über das Mahoning Valley sprechen und dabei von der Stahlproduktion schweigen. Früher bin ich morgens aufgewacht und habe den Lärm vom Hochofen gehört. Jetzt wache ich davon auf, wie das Werk abgerissen wird. Die größten Stahlwerke im Bezirk Youngstown werden bis Freitag geschlossen. Um sich davon zu erholen, verabschiedeten sie das Freihandelsabkommen NAFTA. Für New York ist NAFTA super, für die Wall Street auch. Und für die Westküste ist NAFTA super, denn dort ist der Hafen von Los Angeles. Dort liegt der Ozean Richtung China und Mexiko. All diese Freihändler scheffeln Millionen. Aber die Menschen hier leiden, ihre Arbeitsplätze sind weg. Arbeiter bei General Motors erfuhren am Freitagnachmittag, dass bis zu 1.500 von ihnen entlassen werden, wenn Mitte Juni die zweite Schicht abgeschafft wird. Die Immobilie gehört Euro American Finance Network Inc. Die Finanzverwaltung hat über 5 Jahre versucht, Steuern einzutreiben. Nun kommt die Zwangsversteigerung. Das steht sinnbildlich für das, was im amerikanischen Gesundheitssystem schiefläuft, das mit Hilfe von Fusionen und Privatisierungen der Gesellschaft ihr Krankenhaus wegnimmt. Sie hätten es nicht schließen müssen. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie einfach es ist, sich vor seiner Verantwortung zu drücken und sie auf der Gemeinde abzuladen, die sowieso schon nicht weiter weiß. Hier in der Gegend von Youngstown habe ich Bill Almashi kennengelernt. Ich lebe nicht gerne in einem Wohnwagenpark. Es ist kein schlechter Park, aber das passt nicht zu mir. Und es bin nicht nur ich. Es sind 1100 Stahlarbeiter, außerdem die anderen Fabriken, die zumachen mussten, weil sie das Werk belieferten. Viele Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren. Welche Rolle spielen die Politiker dabei? Ich glaube, dass sie von den amerikanischen Konzernen gekauft wurden und Marionetten sind, jeder von ihnen. Egal ob Demokraten oder Republikaner. Ich glaube nicht, dass sie selber denken können. Sie machen das, was man ihnen sagt. Sie fragen sich, wer war das? Wer sind die Leute, die für Donald Trump gestimmt haben? Eine ganze Menge davon sind Menschen, die 2-mal Barack Obama gewählt haben und noch erstaunlicher, die Bernie Sanders gewählt haben. Deswegen wollte ich nicht einfach hier sitzen und spekulieren, was diese Leute denken. Ich muss verstehen, was in ihren Köpfen vorgeht und warum die Situation um einiges komplexer ist, als wir glauben wollen. Sie brachten Arbeiter aus Mexiko her. Und die Arbeiter hier mussten diejenigen schulen, von denen sie wussten, dass sie ihnen ihre Arbeitsplätze wegnehmen. Und dann mussten die Arbeiter die Maschinen einpacken und nach Mexiko schicken. Hier kommt mal wieder ein Zug vorbei.
Früher waren es mehr. Kommen viele Züge vorbei? Jetzt nicht mehr. Diese Gegend hat eine lange demokratische Tradition. Hier wurden eigentlich immer die Demokraten gewählt, bis Präsident Trump kam. Er brachte das zum Kippen. Ich sah, wie Hillary Clinton mit den Handelsthemen und NAFTA kämpfte. Da schrieb ich eine vierseitige Erklärung. In meiner Erklärung sagte ich voraus, dass sie sehr viele Wähler der Arbeiterklasse verlieren würde. Das sind die Wähler in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Sie hätten die Wahlen entscheiden können. Sie stand auf der Bühne in Columbus. Ich will nicht auf ihr rumhacken, weil ich die Frau wirklich toll finde. Ich habe mir für sie den Arsch aufgerissen. Aber sie stellte sich auf die Bühne in Columbus, Ohio und sagte: We're going to put a lot of coal miners and coal companies out of business. Du bist Arbeiter, leck mich. Das war es, was sie sagen hörten. Trump kam nie an und sagte, wir werden die Leute arbeitslos machen. Er sagte, ich besorge euch wieder Arbeit. Wenn Menschen Durst haben, trinken sie auch schmutziges Wasser. Das ist ihnen dann egal. Hey, hallo Bill, wie geht's? Schön, Sie zu sehen, wie geht's? Gut, und Ihnen? Hallo, wie geht's? Gut, ich bin Philipp. Ich bin Sarah. Sarah, ich habe schon von dir gehört, wie geht's? Gut. Hast du Schnee frei? Ja. Das ist gut. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war das Wetter natürlich viel besser. Inzwischen gab es Steuersenkungen, die meisten für Konzerne, aber auch einige für die Mittel- und die Arbeiterklasse. Merken Sie das auf Ihrem Gehaltszettel? Ungefähr 20 Dollar. Was machen Sie mit diesen 20 Dollar? Was kann man mit 20 Dollar schon machen? Tanken oder vielleicht eine Rechnung bezahlen? Was ist mit den Zöllen? Ich weiß, dass Sie zur Arbeit über die Grenze nach Pennsylvania fahren. Ja, genau. Hat das bis jetzt irgendwelche Auswirkungen? Zunächst möchte ich dem Präsidenten für die Zölle danken. Wir hätten sie vor Jahren gebraucht. Ironischerweise kann die Firma, für die ich arbeite, wie einige der Werke, die ich abgebaut habe, keine in den USA hergestellten Eisenblöcke finden. Unsere Firma muss sie aus Russland importieren. Donald Trump hat vor allem den Stahl und die Bedingungen der Stahlarbeiter, derjenigen, die ihre Arbeit verloren haben, zum Thema gemacht. Und jetzt behauptet er, und viele Menschen scheinen ihm zu glauben, dass er dafür sorgt, dass der Stahl zurück in die USA und nach Youngstown kommt. Um den Stahl in diese Gegend zurückzuholen, braucht man jemanden, der bereit ist zu investieren. In den Bau neuer Hochöfen, in Elektrolichtbogenöfen, die den Stahl schmelzen und zu Platten formen. Es werden nie wieder 1200 oder 1500 Menschen in einem Stahlwerk arbeiten. News Radio 570 WKBN. Mein Name ist Ron Verb. Guten Tag. 3.07 Uhr ist es mittlerweile. Ich finde, dass es Mut erfordert, was Präsident Trump gerade macht. Das braucht Mut. Wie ich bereits sagte, er ist ein Präsident, der uns nicht als Markt betrachtet, sondern als Nation. Ich spekuliere nicht darüber, was passieren wird. Ich schaue mir an, was in Sachen Trump jetzt gerade geschieht, was in dieser Gemeinde geschieht. Darum geht es mir. Ich möchte dazu sagen, dass seine Politik, anders als Sie glauben, der Mitte Amerikas nicht genutzt hat. Darüber möchte ich mit den Wählern sprechen. Lassen Sie uns seine Politik betrachten. Moment mal, David. Ich habe gerade gesagt, dass die Leute vor Ort als Ergebnis der Steuersenkungen Zulagen und Gehaltserhöhungen bekommen haben. Das hat der Gemeinde geholfen. Denken Sie darüber nach. Ron, seit wann kümmert Sie das Defizit so plötzlich? Ich spreche gerne darüber, denn wie Trump sagt, wenn wir 4 oder 5% Wachstum haben, sind unsere Probleme gelöst. Wir kriegen nicht 4 oder 5%.
Prozent. Er unterschreibt Verordnungen, die es den Kohleunternehmen erlauben, ihren Abfall in unsere Flüsse zu kippen. Das ist keine Verordnung, die auch nur einen verdammten Job schaffen wird. Es ist eine Verordnung für seine verdammten Millionärskumpels. Mehr dazu gleich. News Radio 570 WKBN. Unemployment here in Ohio is up 85% over the last 8 years since George Bush took office. It's the highest that it's been in 16 years. You can't afford four more years of the failed economic theories that say we should give more and more to millionaires and billionaires and hope that prosperity trickles down on everybody else. In response to Als Reaktion auf Obamas Wahl im Jahr 2008 gab es eine Gegenrevolution. Milliardäre und mächtige Konzerne hatten Angst, dass Obama und die Demokraten im Kongress die Reichen besteuern und den Reichtum des Landes umverteilen würden, dass sie zu weitgehende Gesundheitsreformen durchsetzen würden. Als Antwort darauf finanzierten die Milliardäre und Konzerne Hassgruppen, die sich gegen die Pläne Obamas stellten und die Amerikaner nach Rassen, Klassen und Religionen gegeneinander aufhetzen wollten. Seit Jahrhunderten bauen Muslime dort, wo sie militärische Siege errungen haben, Moscheen. Nun wollen sie eine Moschee auf Ground Zero bauen, wo islamische Terroristen 3000 Amerikaner getötet haben. Das ist, als würden die Japaner in Pearl Harbor bauen. Sie platzierten Werbung im Fernsehen, die Muslime zu Sündenböcken machte und behaupteten, dass die Strafrechtsreform gefährliche Kriminelle auf die Straße lassen würde. Sie zeigten Bilder von Afroamerikanern und beschworen rassistische Ängste. Die Amerikaner haben versucht, sich mit Ausgaben und Steuern aus einer Rezession zu retten. Natürlich gehören uns die meisten ihrer Schulden. Deshalb arbeiten sie nun für uns. Es war nicht so, dass die Milliardäre und großen Konzerne diese Botschaften unbedingt glaubten, aber sie wollten die politische Zustimmung zu Wirtschaftsreformen untergraben. Der Supreme Court verkündete heute eine wegweisende Entscheidung zu den Finanzgesetzen. In einer 5-4 Entscheidung schaffte das Gericht die 100 Jahre alten Einschränkungen für Firmen ab, die mit ihren Geldern einen bestimmten Kandidaten unterstützen möchten. Die Mehrheit bekräftigt damit, dass der erste Zusatzartikel auch für Konzerne gilt. Die Regierung kann ihre politische Mitsprache nicht einschränken. Damit haben sie erlaubt, dass unbegrenzte Finanzspritzen der Konzerne als das Recht auf Petition bei der Regierung oder als eine Form der freien Meinungsäußerung gelten. Das ist ein totales Umdenken. Auf dem Papier gelten Bürgerrechte noch, sind aber uminterpretiert worden, um die Macht der Konzerne zu stützen. Und das macht uns komplett schutzlos. Haben Sie Sorge, dass in der Politik zu viel Geld steckt? Wenn Sie das glauben, sollten wir zur Monarchie zurückkehren. Wenn Sie annehmen, dass die Leute solche Schafe sind und einfach glauben, was sie im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen. Capitalism at its finest. How much is enough for it? The richest 1% of this country owns half our country's wealth, $5 trillion. I create nothing. I own. We make the rules, pal. The news, war, peace, famine, upheaval, the price of a paperclip. We pick that rabbit out of the hat while everybody sits out there wondering how the hell we did it. Now, you're not naive enough to think we're living in a democracy, are you, buddy? Ich würde behaupten, dass wir gut darin sind, uns selbst die Adern aufzuschneiden, egal ob am Hals oder an den Handgelenken. Wir tun so etwas Blödes, weil wir von unseren eigenen Eliten überzeugt wurden, dass das demokratische System ein Nebenprodukt des freien Marktes ist. Ist das nicht irgendwie zynisch, Trump-Wähler in einer JFK-Bar? Das ist zynisch, ja.
Einer meiner Lieblingssprüche über diese Kneipe ist, dass hier ein Millionär neben einem Crack-Junkie sitzen könnte und die beiden sich wie beste Freunde unterhalten würden. Ich weiß noch, wie ich 1970 als 16-Jähriger zum ersten Mal hier reinkam. Da waren vielleicht 150 Mann mit Bier und einem Doppelten und entweder auf dem Weg zur oder von der Arbeit. Stört es Sie, wenn ich mich dazusetze? Trump hatte mehr Verbindungen zum amerikanischen Arbeiter als viele der anderen Typen in Anzügen. Ich war immer Demokratin, aber jetzt bin ich überzeugte Republikanerin. Wen wählen Sie 2020? Ich bin auf Trumps Linie und da bleibe ich auch. Lassen Sie uns ein paar Wahlen durchgehen. Wen haben Sie bei Obama-McCain 2008 gewählt? Ich habe Obama gewählt. Obama und Mitt Romney 2012? Obama. Hillary Clinton und Donald Trump 2016? Trump. Ich habe The Apprentice und Celebrity Apprentice im Fernsehen geguckt und war beeindruckt von seinem wirtschaftlichen Sachverstand und dem Erfolg seiner vielen Unternehmen, trotz einiger Bankrotte. Also der Typ ist reich, deshalb glaube ich, dass er schon genug Geld hat und nicht korrumpiert werden kann. Ich habe da gesessen und beobachtet, wie er beschloss, den politischen Prozess in Amerika zu kapern. Kapern legt nahe, dass das negativ ist. Nein, nicht unbedingt. Eher positiv. Denn die Amerikaner hatten ihre Macht den Politikern übergeben. Und er sagte, ich gebe sie Amerika zurück. Und das bedeutete schon etwas. Er ist jemand, der frischen Wind reinbringt. Jemand wie du und ich. Ich weiß, dass er studiert hat, aber er spricht wie jemand, der kein Fachmann ist. Wie einer aus dem gemeinen Volk. Damit hat er mich auf seine Seite bekommen. Jeder Demokrat der letzten 50 Jahre sagte, ich mache die Stahlwerke wieder auf und euch wieder wohlhabend. Aber es ist nie was passiert. Was ist Ihre Meinung? Und wen haben Sie gewählt, wenn ich das fragen darf? Meine Meinung ist, wenn man sich die Wahlen vom November anschaut, dann sieht man die beiden schlechtesten Kandidaten, die die beiden großen Parteien jemals ins Rennen geschickt haben. Ausgerechnet beide im gleichen Wahljahr. Deshalb ging meine Stimme an Donald Trump. Wir haben jetzt Details des Lügendetektortests, den Stormy Daniels im Jahr 2011 gemacht hat. Da ist sie. Ich schaue hier mit Bill und Chris fern. Die Schlagzeile ist Lügendetektor, Stormy Daniels Wahrheit über Sex mit Trump. Das ist die Sorte Schlagzeile, die im Trump-Zeitalter recht normal ist. Entweder ist es Pornografie oder es geht um Komplizenschaft mit Russland. Sowas in der Art. Was denken Sie, wenn Sie eine solche Schlagzeile sehen? Wen interessiert das? Im Ernst, wen interessiert's? Das war auch, bevor er Präsident wurde. Wenn der Präsident was mit dieser Miss Daniels oder wem auch immer hatte, dann ist das seine Sache. Ich will jemanden, der das Land regiert. Mir ist es total egal, was er in seinem Schlafzimmer macht. Den Leuten sollte es egal sein, was andere in ihrem eigenen Haus machen. Unabhängig davon, was ich von Präsident Trump halte, möchte ich, dass er erfolgreich ist. Das sollten die meisten Amerikaner. Man will doch nicht, dass der Quarterback sich ein Bein bricht, oder? Warum unterstützen Sie Donald Trump? Er bringt Bewegung rein. Und Bewegung ist etwas, das dieses Land braucht. Okay, Trump ist ein Großmaul. Aber immerhin setzt er seine Worte in Taten um. Ich konnte mich nicht zwischen Trump und Sanders entscheiden. Wirklich. Wir Amerikaner sollten zusammenstehen und das 1% zu Fall bringen und für das kämpfen, was richtig ist. Das heißt, obwohl Sie Trump unterstützen, sehen Sie Widersprüche in seiner Politik und in seinem Verhalten? Ja, klar. Es gibt keine ehrlichen Politiker. Es gab eine Zeit, als wir 7,5 Meilen lang Fabriken hatten. Am Stück 7,5 Meilen. Und davon ist keine mehr übrig. Alle haben das Land verlassen und ich gebe den Politikern die Schuld daran. Dem Establishment, Washington D.C. Sie haben ihren Klüngel, die machen ihr Ding. Alles andere ist ihnen egal. They don't care about anything else. Und egal, ob Demokraten oder Republikaner, sie sind alle gleich, sie sind alle Huren. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber sie sind alle Huren. Sie sind nur aus einem Grund dabei, sie wollen gewählt werden.
Donald Trump ist dabei, weil er ein Promi ist, weil er dieses und jenes getan hat. Er ist dabei, weil er nicht einer von ihnen ist und weil wir alle so frustriert sind. Wir mussten ihn dort reinwählen. Wir mussten ihm eine Chance geben. Ich weiß nicht, wie es langfristig wird, aber wenn Donald Trump geht, dann finden wir einen neuen Trump. Das können Sie mir glauben, wir finden einen neuen. The people dreamed this country. The people built this country. And it's the people who are making America great again. Die Clintons und die Obamas haben zwar über Familie, Kinder und über Gerechtigkeit und so weiter gesprochen, aber sie haben dafür gesorgt, dass die Konzerne das Recht haben, weltweit zu tun, was sie wollen. Auf seltsame Weise waren es genau die, die jetzt gegen Trump sind, die ihm eine Bühne bereiteten und dafür sorgten, dass er gewählt wurde. Es war genau diese Politik, die Nordamerika aushöhlte. Wir haben große Inseln der Armut geschaffen, die wir in 100 Jahren nicht hatten. Die Klassenunterschiede sind unvorstellbar. Sie haben einem Retter den Weg geebnet. Eigentlich sollte Obama dieser Retter sein, aber er war es nicht. Und wenn ein Retter scheitert, dann sucht man nach etwas ganz anderem. Sie haben meiner Meinung nach alles für den Erfolg Donald Trumps vorbereitet. Finden Sie, dass die Situation widersprüchlich ist? Das Kabinett ist voller Millionäre, von denen einige beschuldigt werden, ihr Amt missbraucht und Gelder verschwendet zu haben und so weiter. Und Trump hat versprochen, den Sumpf trocken zu legen. Ich glaube nicht, dass er ihn trocken gelegt hat. Er hat ihn ins Weiße Haus gebracht. Er hat den Sumpf nicht ausgetrocknet. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle Politiker ihr Amt missbrauchen. Warum trocknen wir den Sumpf nicht vollständig aus und räumen in Washington auf? Warum ist das Volk nicht aktiver dabei? Okay, John, atme hoch. Bill al-Mashi läuft durch den Wohnwagenpark, den er nicht als Zuhause betrachten will. Er möchte hier raus. Und er glaubt, dass Donald Trump, den er widerwillig gewählt hat, nachdem er zweimal Barack Obama und einmal Bernie Sanders gewählt hatte, derjenige ist, der das möglich machen könnte. Mein Name ist Philip Martin. Donald Trumps wichtigste Leistung bisher ist es, die Grundidee einer Regulierungsaufsicht total entwertet zu haben. Betsy DeVos sitzt im Bildungsministerium und Scott Pruitt in der Umweltbehörde EPA. Diese Leute versuchen, die staatliche Aufsicht von innen zu demontieren. Die EPA's regulators were putting people out of jobs by the hundreds of thousands. Dazu kommen ein paar gesetzgeberische Schachzüge, wie die Steuersenkungen, das neue Bankenlobbygesetz, die teilweise Rücknahme des Dodd-Frank-Gesetzes. Diese Dinge standen schon lange auf ihrem Wunschzettel. Zehntausende von Lobbyisten schreiben im Grunde die Gesetze. Immer mal wieder wird ein Gesetzentwurf eingebracht, auf dem noch der Name der Lobbyorganisation steht, weil der Kongressabgeordnete es verbummelt hat, den Namen zu entfernen. Meine Frage, Abgeordneter Godwald, zielt auf etwas Ähnliches. Ich bin einfach neugierig, ob dieses Gesetz irgendeine Verbindung zu Alec hat. Dieses Gesetz kommt nicht von Alec, um Ihre Frage zu beantworten. Ich frage deshalb, weil Sie vorhin ein Handout ausgeteilt haben, auf dem oben Godwald steht und Gesundheitswesen kompakt. Und mitten auf der Seite ist ein Logo. Ich habe auf der Alec-Website geschaut. Dort benutzt man genau die gleiche Schrift, die gleiche Größe und das gleiche Logo. Wenn die Demokratische Partei nach rechts rückt und sich nach neuen Freunden in der kapitalistischen Klasse umschaut, sind Dinge wie NAFTA das Resultat oder auch Angriffe auf die soziale Unterstützung von Frauen mit Kindern. Oder die Wall Street wird dereguliert. Deshalb steht der Name Bill Clintons unter den Gesetzen, die die Finanzkrise 2008 erst möglich machten. Und heute haben wir das gleiche Problem. 17 Demokraten, darunter Hillary Clintons designierter Vizepräsident Tim Kaine, stimmten im Senat vor wenigen Monaten für ein weiteres Gesetz, um die Banken zu deregulieren.
Präsident Trump löst ein weiteres Versprechen aus dem Wahlkampf ein, Zitat, ein großes Ding mit dem Dodd-Frank-Gesetz. Jahrelange Lobbyarbeit der Finanzbranche hat erfolgreich das Repräsentantenhaus davon überzeugt, der größten Abschwächung der Bankgesetze seit Dodd-Frank zuzustimmen. Die Banklobbyisten kamen zum Capitol Hill und setzten die Gesetzgeber unter Druck, die Regulierungen zurückzunehmen. Obwohl vor allem Republikaner dafür stimmten, waren Demokraten unter den Empfängern der höchsten Bankspenden und stimmten mit den Republikanern, um eine der zentralen Errungenschaften der Obama-Regierung wieder abzuschaffen. Abgeordneter Schweiker, hallo. Haben Sie einen Moment? Ich bin Lee Fang und bin Journalist bei The Intercept. Abgeordneter Reichert, hallo, mein Name ist Lee Fang. Ich bin gerade im Gespräch. Warum möchte der Kongress einige der Schutzmaßnahmen von Dodd-Frank wieder abschaffen, obwohl sie einer weiteren Krise vorbeugen soll? Diese Schutzmaßnahmen wurden in den Bereich der Gemeinschaftsbanken übertragen, wo es keinen Dominoeffekt gibt. Ich habe geholfen, das Dodd-Frank-Gesetz zu schreiben und es 9 Jahre lang verteidigt. Wie viele Menschen glaube ich, dass es Bereiche gab, in denen Dodd-Frank schwer auf den kleineren Instituten lastete, die manchmal Schwierigkeiten hatten, Geld zu verleihen, was Kredite für Kleinunternehmen verhinderte. Sie haben im Finanzbereich gearbeitet. Hatte Ihre Arbeit bei Goldman Sachs Einfluss auf Ihr Abstimmungsverhalten? Das ist kein Wall-Street-Gesetz. Das ist ein Gesetz, das kleinere Banken entlasten soll. Einige dieser Regionalbanken sind aber nicht unbedingt klein, oder? Nein, sie sind nicht unbedingt klein. Die Finanzkrise ist 10 Jahre her, aber der Kongress hat beschlossen, einiges abzuschaffen. Ich habe es eilig. Sie haben mit den Republikanern für eine Abschaffung gestimmt, ist das korrekt? Ich habe dafür gestimmt, um die Gemeinschaftsbanken zu unterstützen. Die Citigroup hat zusammen mit einigen Bankverbänden das Regierungsviertel geradezu heimgesucht. Es waren eine ganze Menge Lobbyisten an der Arbeit. Mich hat niemand besucht. Glauben Sie, dass die Bankenlobby und ihre Wahlkampfspenden einen Einfluss auf das Fiasko von 2008 hatten? Nein. Die Banken spielten in der Debatte keine Rolle. Diese Frage haben Sie mir nicht gestellt. Hatten Sie einen Einfluss auf die Abstimmung? Nicht auf meine. Hatte die Bankenlobby einen Einfluss auf die Abstimmung? Ich würde das Gegenteil behaupten. Viele große Geschäftsbanken waren gar nicht begeistert davon. Die Gemeinschaftsbanken fanden es gut. Ja, ich habe das Gemeinschaftsbankgesetz unterstützt. Und ich glaube, wenn die Leute falsch darstellen, wie die Dinge liegen, macht es das schwerer für... Eine letzte Frage. Sie sagten, den eigentlichen Banken ging es sehr gut. Danke. Finden Sie es bedenklich, dass die Bankenlobby Einfluss auf dieses Gesetz hat? Haben Sie hier im Kapitol zu viel Einfluss? Ganz klar. Ich glaube, die Bankenlobby, die Regierungslobby, die Pharmalobby, sie alle haben zu viel Einfluss hier im Kongress. Bei diesem Gesetz 250 bis 500 Millionen. Banken wie JP Morgan, Citibank. Die Banken, über die wir hier sprechen, sind nicht klein. Deshalb verstehe ich nicht, wie jemand diese Frage so beantworten kann, ohne eine Miene zu verziehen. Die kleinen Banken werden vorgeschoben, um die großen von diesen notwendigen Vorschriften zu befreien. Vielen Dank, alles Gute. Als Reaktion auf Obamas Versuch, die Einflussnahme in Washington einzudämmen, meldeten sich die Lobbyisten einfach offiziell ab und wurden verschwiegener. Tausende von Lobbyisten sagten, wir fügen uns dem Registrierungssystem einfach erst gar nicht. Wir agieren lieber aus dem Schatten und beeinflussen weiter die Regierung, ohne offenzulegen, was wir tun. Auf dem Papier gibt es 9.000 oder 10.000 registrierte Lobbyisten, aber in Wirklichkeit liegt ihre Zahl eher bei 100.000. Auf dem Papier geben Lobbyisten jedes Jahr 3 Milliarden Dollar aus, um die Regierung zu beeinflussen. Aber in Wirklichkeit liegt dieser Betrag eher bei 9 oder 10 Milliarden. Sie haben für die Bush-Regierung gearbeitet und sind nun bei AM General, einer Firma, die viele Aufträge vom Militär erhalten hat. Wie stehen Sie dazu, dass hohe Militärs- und Regierungsbeamte zu großen Firmen wechseln, die wichtige Aufträge vom Militär bekommen? Sie als stellvertretende Geschäftsführerin eines großen Rüstungskonzerns, der Milliarden von Dollar an Rüstungsaufträgen bekommen hat, schließen Sie sich mit dem Pentagon kurz? Haben Sie je mit Mitgliedern der Obama- und der Trump-Regierung über Auftragsvergaben gesprochen? Entschuldigen Sie, Fran Townsend, haben Sie einen kleinen Moment?
Say, could I host a Welcome to Washington fundraiser for you on my law firm on K Street? Absolutely. At $500 a head, you could pick up 20, 25 grand to help you get started. Die Geschichte der Menschheit ist vor allem eine Geschichte von Dominanz, Ausbeutung, Unterdrückung, Neid, Hass, Geringschätzung und die der gegenläufigen Kräfte, der gegenläufigen Stimmen gegen die Dominanz, gegen den Hass, gegen den Neid. Dieser Kampf findet statt. Aber genau darum geht es bei Demokratie. Wie durchbricht man den Kreislauf von Dominanz, Unterdrückung, Hass, Neid und Ressentiment mit einem Bewusstsein für andere? Mit Mitgefühl und insbesondere einem Bewusstsein für die Verletzlichsten, die Armen und die Schwachen. Die Geschichte der Demokratie ist wie die Geschichte des Blues. Denn beim Blues geht es um Katastrophen, überwältigende Katastrophen, die jeden Versuch einer Verbesserung im Keim zu ersticken scheinen. Und trotzdem probiert man es immer weiter. Man versucht immer noch, die Wahrheit zu erzählen. Man versucht immer noch, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und hat man scheinbar einen Durchbruch geschafft? Dann guten Morgen, liebe Sorgen, da seid ihr wieder. Aber es gibt auch immer wieder Überraschungsmomente. Wenn es einen Durchbruch gibt, ist der Durchbruch real. Und so ist es auch in der Demokratie. Es geht einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Drei Schritte vorwärts, zwei Schritte zurück. Das ist die Geschichte unseres Daseins. Wir sind zugleich wunderbar und schrecklich. Wir sind aufstrebend und visionär auf der einen Seite, erbärmlich und repressiv auf der anderen. Und der Blues versteht das. Man muss beide Seiten gleichzeitig sehen und bewahrt sich nicht in Optimismus, nein, aber die Hoffnung. Wir sind Gefangene der Hoffnung. Auf eine perverse Art bin ich froh, dass es dazu gekommen ist. Denn vielleicht wird Amerika nun endlich die Kruste über seine Erbsünde entfernen und sie thematisieren. Und was ist diese Erbsünde? Die Erbsünde ist die Sklaverei. Sie wissen das, ich weiß das und alle anderen auf der Welt wissen das auch. Offensichtlich ist sie noch präsent und Donald Trump verkörpert den Wunsch, zu ihr zurückzukehren. Diese Abscheulichkeit, diese absolute Aggression. Ich sehe überall immer mehr Südstaatenflaggen, dabei sind wir weit weg vom tiefen Süden. Es ist eine Art kulturelles Erwachen auf beiden Seiten. Amerika wird sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist seit mehreren hundert Jahren ignoriert. Die Konzerneliten wollen uns spalten. Teile und herrsche. Das ist eine Strategie, die so alt ist wie die Eliten, seit sie aus den Höhlen der Geschichte der Menschheit gekrochen kamen. Gewaltverbrechen sind in Kalifornien auf dem Vormarsch, insbesondere in Los Angeles und San Francisco. Doch die größte Bedrohung sind kriminelle Banden und andere schwarze Männer, die in diese Verbrechen und in Gewalt verwickelt sind. Behalten Sie den politischen Kommentar für sich oder, wie jemand mal gesagt hat, Hals, Maul und Dribbel. Wir sind gleich wieder zurück. Das ist die eigentliche Bedrohung. Sie tun alles, was sie können, um die Spaltung zu kultivieren. Alles, was sie können. Big Noise ist die Plattenfirma, die wir gegründet haben. Der erste Künstler war Rel Buck. Er ist mein Cousin und sein Bruder der Produzent. Wir haben dieses Video gedreht, es heißt My City. Mein Neffe war getötet worden. Zu Beginn des Videos sieht man zwei meiner Cousins, die vor provisorischen Transparenten mit Rest in Peace stehen, auf denen sein Name steht und so was.
Und 7 Tage später wurde mein Cousin, der mir so nahe stand wie ein Bruder, vor den Augen seiner Kinder niedergeschossen. Er ging zu seinem Haus, jemand kam vorbei, er hatte seine Tochter, sein Mädchen bei sich. Und ein Mann läuft auf ihn zu und schießt ihm 11 Mal ins Gesicht. Er hat immer weiter geschossen, als er auf dem Boden lag. Was bringt euer Tag? Frisuren? Friseur? Friseur. Unsere Familie ist eine gute Familie, aber man ist Teil seiner Umgebung. Das ist die Wirklichkeit. Ich habe diesen Kreislauf, den man in der Stadt sieht, so satt. Aber er findet statt. Man passt sich an seine Umwelt an. Manchmal hatten wir nichts zu essen, also tat ich, was ich tun musste. Ich war lange Zeit auf diesen Straßen. Ich habe wahnsinniges Glück, dass ich jetzt hier sein und Vater sein darf. Mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass ich meinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen möchte, als ich es hatte. Wir müssen verstehen, dass wir die ganze Welt meinen, wenn wir über kapitalistische Produktionsweisen sprechen. Wir sprechen immer über globale Realitäten, denn die Profitmaximierung treibt die Eliten an. Sie wollen Zugriff auf Niedriglohnmärkte auf der ganzen Welt haben. Das hat so viele arme Menschen aller Hautfarben zerstört. In Orten wie Camden gibt es wunderbare schwarze Schwestern und Brüder. Und es gibt die weiße Vorherrschaft, die sich in den gleichen kapitalistischen Prozessen zeigt. Das zieht sich durch die Geschichte. 200 Jahre Sklaverei und Kapitalismus. Über 90 Jahre rassistischer Kapitalismus. Was haben wir heute davon? Die Zerstörung der industriellen Arbeiterklasse. Und dazu kommen Massenverhaftungen, ein marodes Bildungssystem, schlechte Wohnungen, Gemeinden und Familien, die ausgehöhlt werden. Der Rassismus ist erschreckend. Er ist ein Kern des Problems. Genau wie Sexismus, über den wir nicht genug sprechen. Im Grunde versprechen sie, eine Hierarchie wiederherzustellen, in der die Menschen ihren Platz kennen, in der Männer ihren Platz bekommen. Das ist das, was wir als Patriarchat bezeichnen. Eine Gesellschaft, die sich nach einem Familienbild organisiert, in der der Mann das Oberhaupt ist. Der Mann soll also auch das Oberhaupt der Gesellschaft sein. In Camden gibt es rassistische Kräfte, kapitalistische Kräfte, patriarchale Kräfte, die unsere Schwestern und Brüder beinahe schachmatt setzen. Das sind nicht alles zufällige Einzelteile aus verschiedenen Richtungen. Sie passen sehr gut zusammen und ergeben ein sehr altmodisches Bild. Es geht darum, uns in eine prädemokratische Epoche zurückzuversetzen. Es geht in Wirklichkeit um einen Kampf, dessen Ausgang die Verlierer im Jahr 1900 nie akzeptiert hatten. Es war eine Niederlage im Kampf um ihre Rechte als Besitzer, als mächtigste Person. Stück für Stück holen sie sich das zurück. Deshalb musste ich 1995 formulieren, dass wir uns inmitten eines Staatsstreichs in Zeitlupe befinden. Wir haben die Fähigkeit zu denken verloren. Bilder sind allgegenwärtig. Die Wahrheit ist, sie wollen alle Waffen in Amerika verbieten. Bei dem Dekret für die Dreamer geht es um nichts als um Wählerstimmen. Rund um die Uhr. Demokraten verabschieden sich von ihrem Russland-Märchen. Trump, Russland-Märchen. Wir werden mit Bildern bombardiert.
Und diese Bilder werden mit Wissen verwechselt. Ich will nicht, dass sie Chemikalien ins Wasser schütten, die die verdammten Frösche schwul machen. Wir verwechseln die Gefühle, die uns eingeflößt werden, mit Wissen. My new game is Trump, the game. We teach success. That's what it's all about. Success. Trump steaks are by far the best tasting, most flavorful beef you've ever had. Because when America is united, America is totally unstoppable. Although I'll be totally honest with you, even if it's not united, we're unstoppable. So don't worry about it. Wir verstehen nicht mehr, wie Machtsysteme funktionieren. Das kann man nur, wenn man auf die gedruckte Kultur zurückgreift, indem man John Ralston Saul und Noam Chomsky liest. In einer postliterarischen Gesellschaft sind die Bücher zwar noch da, aber niemand nimmt sie mehr in die Hand. Hello. Dear brother, how you doing there, man? Great to meet you. Good to see you. Yeah. Good to see you. Really great to meet you. Great honor. Well, honor is mine now. Die Frage ist, welches Amerika wollen wir? Woher nehmen wir die Vorstellungskraft, die Visionen und den Mut, die die Gleichgültigkeit und die Kaltschnäuzigkeit zerstören können? Das ist die Herausforderung. Ich lese den Kampf in Ihren Texten. Aber was glauben Sie, wie die Durchschnittsmenschen wirklich von dem Verlangen nach einer besseren, einer alternativen Welt erfasst werden können? Ich glaube, Sie können herausfinden, was zu tun ist. Wenn Sie merken, dass Sie eingebunden sind, dass es um Sie geht. Ich glaube, die Katastrophe der letzten 30 Jahre bestand darin, dass große Teile der liberalen Eliten im Grunde Zugeständnisse an viele Themen der antidemokratischen Elite gemacht haben. Und so schafften sie dann einen Diskurs von oben nach unten, der Menschen ausschloss. Was dafür gesorgt hat, dass die Menschen, die eigentlich der Garant der Demokratie sind, die Wähler, die Bürger, sich ausgeschlossen fühlten. Und sobald sie sich ausgeschlossen fühlen, werden sie wütend. Und sie werden immer wütender. Es gibt Zeichen der Hoffnung. Eine jüngere Generation, die sich Gedanken macht. Nicht nur über die ökologische Krise und die Zerstörung des Planeten, sondern insbesondere über die Wall Street, den Wahlkampf von Bernie Sanders. Was glauben Sie, wie es passieren wird? Das ist nicht vorhersehbar. Geschichte ist letzten Endes ein Mysterium, genau wie die Liebe und das Leben. Man weiß nie. Niemand von uns hat das in der Hand. Auch wenn die herrschende Klasse glaubt, dass sie mächtig ist, ist sie nicht allmächtig. Früher oder später werden sie stürzen. Wir wissen nicht wie, wir hoffen nur, dass es nicht durch Neofaschismus geschehen wird. Wir hoffen, dass es nicht auf die barbarischsten und bestialischsten Arten geschehen wird, denn dazu sind wir alle fähig. Sie stecken in uns, der Hass und die verbrecherischen Neigungen, in jedem Menschen. In jedem Amerikaner steckt sozusagen ein Trump. Ich hoffe und bete, dass mehr Martin Luther King in jedem Amerikaner steckt. Hey. Tiefkühlkost. Hier ist Tiefkühlkost. Es gibt Brötchen, Suppen, alles Mögliche. Alle, die Hunger haben, können etwas essen. Ich helfe allen hier. Essen, Kleidung, egal womit. Nimm, was du möchtest, Gus. Da oben ist auch Suppe. Im Moment sagt mir etwas, dass ich hier sein muss und zuerst den Menschen hier helfen muss. Wenn ich damit fertig bin, kümmere ich mich um mich. Aber die anderen sind zuerst dran. Ich bin schon immer fasziniert vom Monarchfalter. Vor allem im August, wenn er nach Süden fliegt. Er fliegt über die Vereinigten Staaten nach Mexiko, wo er überwintert. Erst die dritte Generation beendet die Rundreise. Also kann kein Schmetterling der Anführer sein. Kein Schmetterling weiß, was zu tun ist und wo er hin muss. Sie sind Teil einer Zivilisation, sie sind Teil einer Gemeinschaft, Teil von etwas, das versteht, ohne zu wissen. Der
Sie erinnern mich daran, wie Zivilisationen wirklich funktionieren. Wir alle sind Teil von etwas, das sehr eng verzahnt ist. Das ist die große Schwachstelle der korporatistischen Argumentation, dass man irgendwie jeden Menschen auf Interessengruppen verteilen kann und mit jemandem wie Mussolini oder Trump eine Figur finden kann, die mit Emotionen alles zusammenhält. So funktioniert Gesellschaft absolut nicht. In seinem großen Roman Leben und Schicksal schreibt Wassily Grossman über das Böse im Kommunismus und im Faschismus. Das Böse in Ideologien, das große Mengen an Gegnern einfach ausrotten will. Menschen, die entweder aufgrund ihrer Klasse oder ihrer Rasse verurteilt werden. In dem Buch schreibt er von der Macht des Mitgefühls, die er als Kriegsberichterstatter erlebt hat. Er war in Stalingrad und ging von dort nach Berlin. Und er schreibt, dass die Macht des Mitgefühls bedeutet, dass nicht die Menschlichkeit angesichts des Bösen machtlos ist, sondern dass das Böse angesichts der Menschlichkeit machtlos ist. Weil es nie den kleinen Keim des Mitgefühls zerstören kann. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass wir die Welt nur jeweils für einen Menschen auf einmal retten können. Falte es so, damit man das Logo sieht. Die kleinen unvorhersehbaren Taten des Mitgefühls sind es, die uns menschlich bleiben lassen. Die eine andere Geschichte möglich machen, die Widerstand in dunklen Zeiten ermöglichen. Und letztlich sind sie der Samen, aus dem wir wieder aufsteigen können.